Hallo ihr Lieben, willkommen zum 11. Türchen, am 11. Dezember, logischerweise. Ja, heute ist schon wieder Montag und die Zeit geht irgendwie immer so schnell rum. Total, nervig manchmal irgendwie. Ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem gemacht, was ich mir im Dezember jetzt vorgenommen hatte. Zum Beispiel habe ich immer noch keine Plätzchen gebacken, was ich echt ein bisschen doof finde, aber ja. Naja, ihr seht wieder, was drin war in meinem Adventskalender. Und hier haben wir die Nummer 11. Oh, da könnte auch irgendwie ein Anhänger drin sein, Charme oder sowas. Da bin ich mal gespannt. Ja, irgendwie rennt mir die Zeit davon, obwohl ich ja letzte Woche Urlaub hatte. Und wie das immer so ist, man nimmt sich Urlaub, damit man so viele Sachen erledigen kann und schafft es dann doch nicht. Ein Apfel. Das war jetzt gerade die Katze. Oh ja, da sind wieder Charms drin. Oh mein Gott. Die sind ja niedlich. Oh, wie süß. Guckt euch mal den Teddy an. Wie klein der einfach ist. Oh, wie niedlich. Was ist das denn? Wo hast du denn sowas her? Das habe ich ja noch nie gesehen. Voll hübsch, so weihnachtsmäßig. Hier mit Rot und Grün und so. Oh, ist der süß. Da könnte man sich richtig schön Ohrringe draus machen. Das ist echt putzig. Vielleicht mache ich mir das auch. Ist ja cool. So süß, die Bärchen. Aber Dankeschön, meine Liebe. Ach Gottchen, sind die süß. Ja, habe ich noch nie gesehen. Sehr, sehr cool. Naja, bei uns ist der Schnee leider über Nacht wieder weggeschmolzen. Richtig doof. Jetzt ist hier voll das Pisswetter. Es schüttet schon den ganzen Tag. Und wir haben auch ein kleines bisschen Hochwasser hier direkt am Haus. Die Katze spinnt. Hier am Haus läuft ein Bach vorbei und der hat doch ein bisschen Hochwasser mittlerweile, aber es ist noch nicht so schlimm. Ich frage mich, was die Katze hier treibt. Die ist total gaga. Moment. Hallo, was tust du? Ja, wer auch Katzen hat, der kennt das ganze Spiel, ja. Ich werde auch die Tage meinen Weihnachtsbaum aufstellen und ich bin echt gespannt, wie lange der stehen wird. Weil die Katzen, die finden das ja auch immer ganz toll. Ich habe ja schon seit Jahren... Die Katze ist so cool. Seit Jahren habe ich Plastikkugeln und damit es keine verletzten Katzen gibt, falls eine Kugel runterfällt aus Glas und kaputt bricht. Und ja, mal schauen. Ich werde vielleicht morgen mal gucken, ob ich den Baum aufstelle, ob ich es schaffe. Heute nicht mehr. Heute mache ich Haushalt, bin schon den ganzen Tag fleißig dabei. Und ja, gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Einen schönen Montag noch und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi.